Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Risen 2 Dark Waters. Und diesmal werde ich sogar so impulsiv spielen, dass ich sogar schon in meiner Anfangsrede anfange loszulaufen. Ist das nicht klasse? Ich glaube schon. Und hier haben wir grundlos. Ah, schade. Ich dachte, ich darf einfach mal grundlos eine Kanone abfeuern. Man kann nicht alles haben. Also schauen wir uns hier ein wenig um und offenbar gibt es hier gar nichts. Okay, gut. Das ist ja schon mal ein mieser Start. Und hey, eine verschlossene Kiste. Was finden wir denn hier? So, irgendwie so. Irgendwie muss ich da anscheinend doch ein System hintererkennen, kann das? Schon, dass ich gerade so geschwiegen habe, aber bisher hat es ja immer geklappt, einfach so zu machen und durch ist. Aber irgendwie, Moment mal. Das kriege ich doch wohl hin. Irgendwie wird mir das Prinzip bisher aber auch nirgendwo wirklich erklärt, oder? Okay, die bleiben alle schön weit oben, aber der halt nicht lange. Moment. Die müssen wahrscheinlich alle oben sein, ne? Irgendwie... Aha, okay. Muss ich irgendwie dabei klicken oder so? Habe ich da irgendwie... Weil ich habe mir gerade ein bisschen wild dabei rumgeklickt. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Prinzip noch nicht ganz raus. Hey, falls da einer... du siehst aus, als hättest du Durst. Ja, gleich. Moment. Falls einer von euch Bescheid weiß, wie dieses System wirklich funktioniert, dass ich hier nicht immer so wahllos rumdrücke und so, kann mir ruhig einer Bescheid sagen. Hallo Sophia, na? Ich habe mich schon gefragt, wer du bist. Hier sieht man selten neue Gesichter. Ich glaube, das schaffe ich nicht, oder? Und mit wem habe ich die Ehre? Ein Mann mit Manieren? Das ist hier draußen in der Tat sehr selten. Ich bin Sophia. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Und deswegen wackelt sie auch mit ihren Händen so ganz komisch. Und Quest erfolgt, der gute erste Eindruck, okay. Dann unterhalten wir uns auch mal ein bisschen mit ihr, oder? Warum bist du hierher gekommen? Mir blieb keine Wahl. Das alte Reich liegt in Trümmern. Über kurz oder lang müssen alle Caldera verlassen. Also sind Miguel und ich zusammen mit dem ersten Schiff hergesegelt. Irgendwie sind diese Arme echt ein bisschen strange, wenn ich ehrlich bin. Erzähl mir von hier. Aborea ist groß und vor allem nicht zerstört. Hier in der Schwertküste gibt es alles, was wir zum Überleben brauchen. Natürlich ist es nicht ungefährlich, aber die Inquisition ist wachsam. Na, immerhin etwas, ne? Ich habe noch Fragen über die Schwertküste. Ja? Warum nennt man dieses Stück Land Schwertküste? Frag mich nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Männerding. Männerding? Ja, vermutlich wurde sie doch von einem Mann entdeckt. Er hat ihr dann diesen gefährlich klingenden Namen gegeben. Das machen Männer doch immer so. Ja, gut, das ist eine ausreichende Erklärung, stimmt wohl. Warum wurde diese Küste nicht zerstört? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn sie nicht zerstört ist, ist es hier nicht ungefährlich. Die Protektoren sind auf der Hut und laufen sogar Patrouille. Oh, okay. Was weißt du über die Gefahr? Davon gibt's hier nicht wenige. Nicht nur die Tiere, Affen und Jaguare. Irgendwo im Landesinneren leben die Shaganumbi. Es sind Wilde, die nicht mit uns handeln wollen. Aber ihr lasst sie für euch arbeiten. Gefangene. Sie haben uns mehr als einmal angegriffen. Ah ja, und das gibt euch das Recht, sie zu versklaven. Ist klar. Naja. Naja, macht ihr mal. Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Sehr schön, das wollte ich hören. Was hast du noch zu bieten außer Grog? Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen. Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Okay. Das klingt doch schon mal ganz gut. Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Ist auch nicht gefährlich. Hey, das klingt gut. Klar, ich brauche immer Gold.
Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest, ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Okay, sie braucht Weinflaschen. Ja, warum nicht? Wie viele Flaschen brauchst du? 5 sollten genügen. Aber ich nehme dir alles ab, was du findest. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Okay, also will sie Wein. Das kriegen wir hin. Lass uns handeln. Was hast du denn alles so bei dir? Oh, du hast mehr als nur Rum und Grog. Was ist das denn? Alter Dreispitz. Ein Hut. Kugelfest und kugelsicher. 3-3. Naja, dieselben Werte wie meins. Alter Mantel. Oh, der ist ganz schön besser als mein altes Hemd, ne? Obwohl das auch schon schlechte Werte sind, aber trotzdem immer noch besser als meins. Kostet 350. Ja, hab ich nicht mal. Ich hab gar nichts derzeit. Ich kann mir gar nichts leisten eigentlich. Schon ein bisschen schade. Oh, diese alten Lederstiefel sind auch nicht schlecht. Durch die Kugel sicher, aber die Silberzunge fehlt mir da, ne? Das ist natürlich... Ah, die sind natürlich verdammt gut. Aber schauen wir doch lieber erst mal, was ich verkaufen kann, weil das macht, glaube ich, derzeit ein bisschen mehr Sinn. Hier den ganzen Kram, den ich nicht gebrauchen kann. Die alte Enterpistole, sie hat gute Dienste verrichtet, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Ich hatte auch ein bisschen Kram hier, komm. Hier genau, die ganzen 25 Krallen. Jo, 669 Gold, das ist doch mal eine Ansage. Dann diese Sicheln, wichtige Zutat für Voodoo. Oh, naja, zu spät. Dann diesen Smaragd. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den irgendwann mal verschmieden kann oder so. Kerzenleuchter. Genau, Silberpokal. Gut. Dann sind wir schon mal bei 815. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und ich würde mal sagen, dann kaufen wir doch lieber mal was. Was ist denn hier mit dem Ring? Nicht verkehrt. Ja, den trage ich ja schon. Und ich glaube, ich nehme dann mal diesen alten Mantel, weil das natürlich deutlich mehr Schutz bietet als alles, was ich bis jetzt an meinem Körper trage. Ja, her damit. Was kann sie mir denn beibringen eigentlich? Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Was kannst du mir denn beibringen? Härtesachen. Ah, gut zu wissen. Okay. Gut zu wissen. Merke ich mir. Ich will die Leute besser einschüchtern. Ah, so. 500 Gold. Nee, gerade nicht. Später vielleicht. Dann wollen wir doch mal endlich die Klamotten wechseln. Ich bin gespannt, wie dieser Mantel aussieht. Ja. Nicht sonderlich berauschend, aber deutlich besser als das davor. Obwohl, die Farbe ist fast noch hässlicher, aber na egal. Lass uns. Auf den Schutz kommt's an, ne? Dann wollen wir das alte Hemd endlich mal loswerden hier. Brauche ja echt keine Sau. Und ich bin mit meinem Hut sowieso eigentlich ganz zufrieden. Du bist eine Wache ohne Namen, von daher interessierst du mich auch nicht wirklich. Du bist wahrscheinlich ein Namen... Oh, ein Slaver mit Namen. Was weißt du über Captain Crow? Alava, du willst sprechen? Ich sage dir, ich bin hungrig. Bring mir Fleisch, dann sprechen wir. Okay. Einschüchtern, glaube ich, klappt nicht. Ich bin noch nicht gut genug. Schade, schade. Ich schau mal, was ich finden kann. Vielleicht hat der Kerl ja ein bisschen Infos für mich. Mein Platz ist jetzt hier. Ich habe gerade, der hatte kein Fleisch oder was? Was willst du mir damit sagen? Ich habe doch hier rohes Fleisch auf jeden Fall. Keine Ahnung, was er genau damit meint. Naja. Was haben wir denn hier? Rotwein. Das ist doch schon mal was. Guckt auch gerade keiner zu. Ja, direkt mal eingesackt. Das sind also die 5 Flaschen, die sie sucht. Und ich bin mal gespannt, ob sie auch gut was dafür zahlt. Weil momentan Gold kann ich immer nur mehr als genug gebrauchen. Dieses Schiff gehört ganz offensichtlich der Inquisition. Da lauter Wachen draufstehen. Wollen wir gleich mal gucken. Bestimmt dürfen wir da nicht drauf. Obwohl, vielleicht ist ja Sebastiano da drin. Wer weiß. Mal gucken. Hey, was glaubst du, wo du hingehst? Na, aufs Schiff? Niemand kommt an Bord. Ausdrücklicher Befehl des Kommandanten. Okay. Hast du auch mal eine Pause? Ja, das könnte dir so passen, wie? Damit du dich an Bord schleichen kannst. Willst du einen Grog? Da sag ich nicht nein. Kann ich jetzt aufs Schiff? Nein. Ich bin dann mal wieder weg. Ja, verschwinde. Na klasse, und für den Mistkerl bin ich auch noch ein Stück, einen ganzen Grog losgeworden. Das ist ja, traurig ist das. Naja, Pech gehabt. So, du bist ein Arbeiter, du bist dieser Ranak und Miguel, na? Ich bin Miguel, der Lagermeister von Puerto Isabella. Was kann ich für dich tun? Ach so, natürlich Miguel und nicht Miguel, schön falsch ausgesprochen. Du bist doch der Lagermeister.
Kannst du Frachtkisten gebrauchen? Ja, daran hab ich Interesse. Wie viele von den Dingern kannst du gebrauchen? Die Dinger sind nicht so einfach zu besorgen. Sagen wir, wenn du mir 10 Kisten bringen kannst, werde ich dich angemessen entlohnen. Na, das ist doch schon mal gut. Endlich mal eine kleine Quest. Und wir hatten ja schon eine Frachtkiste ganz am Anfang gefunden hier an der Schwertküste. Das ist doch schon mal ganz gut. Erzähl mir was über die Stadt. Im Augenblick haben wir hier eine Festung. Einen Landungspunkt, von dem wir den Kontinent erforschen können. Die unterste Ebene bildet der Hafen. Hier gibt es ein Tor und das Lagerhaus. Dort hast du nichts zu suchen. Ebenso wenig auf dem Schiff. In der Mitte findest du die Handwerker und den Schweinebauer. Zu oberst steht die Garnison. Dort findest du Kommandant Sebastiano und die Protektoren. Ja, noch Fragen? Okay, ist ja gut, ist ja gut. Kann ich bei dir was kaufen? Nein, darum kümmert sich meine Frau Sophia. Ich dachte, du bist der Lagermeister. Ich habe genug zu tun. Alles, was rein und raus geht, wandert über meinen Tisch. Und seit Alcazar die Rationierung befohlen hat, muss jede Liste doppelt und dreifach geprüft werden. Die meisten Leute machen sich ja kein Bild davon, wie nervenaufreibend Buchführung sein kann. Solange alles läuft, bemerkt mich niemand. Aber wehe, es fehlt mal was, dann bin ich es wieder gewesen. Sehr interessant. Aber wollen wir noch mal ein bisschen mitspielen? Vielleicht ist er dann netter oder gibt uns Rabatt oder sowas in der Art. Ich kenne das. Undank ist der Weltenlohn. Du sagst es, mein Freund. Du sagst es. Aber können wir ja mal ein bisschen näher drauf eingehen. Warum wird rationiert? Mach dir keine Sorgen, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wegen dem Piraten. Diesem Captain Crow. Solange wir nicht wissen, ob er eine Gefahr für uns ist, geht Alcazar auf Nummer sicher. Sehr vernünftig, wenn du mich fragst. Vielleicht weiß er ja noch ein bisschen mehr. Das wäre ganz gut. Was weißt du über Crow? Er tauchte plötzlich mit seinem Schiff vor unserer Küste auf und hat einen unserer Vorposten überfallen. Nur dem schnellen Eingreifen von Alcazar ist es zu verdanken, dass er nicht auch noch die Stadt geplündert hat. Was ist passiert? Er hat das Piratenschiff aufgebracht und versenkt. Eine Schande um die Vorräte, die dabei vernichtet wurden. Ja, wir hätten sie hier gut gebrauchen können. Das Schiff wurde versenkt? Oh, na kacke. Na, aber Crow wird bestimmt noch leben. Und was ist mit Crow jetzt, wo er kein Schiff mehr hat? Tja, das wissen wir nicht. Er hat sein Schiff verloren, aber er ist immer noch draußen im Dschungel. Und nach dem, was man so hört, ist er ein gefährlicher Mann, der dem Tod mehr als nur einmal von der Schippe gesprungen ist. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig, solange er noch hier ist. Zum Glück ist Alcazar der gleichen Meinung. Deshalb auch die Rationierung. Gut, danke für die Infos. Dann wissen wir also schon ein bisschen mehr und damit könnten wir eigentlich schon zurück zu Kapitän Starbart, ne? Ihm zumindest das schon mal erzählen. Denke ich mir zumindest mal. Um Crow zu besiegen, brauchen wir Unterstützung von der Eingeborenen und Inquisition. Achso, die Quest ist jetzt einfach abgeschlossen. Okay. Egal, reden wir halt noch mit mehr Leuten. Und in dieses Lager werde ich trotzdem einbrechen, alter Mann. Aber erst nachts. Schaust du dir die Geschütze an? Ganz schön beeindruckend, was? Die Rohre sind extra für diese Expedition gegossen worden. Die haben eine größere Reichweite als die meisten Deckgeschütze. Nett. Nett? Was du hier siehst, mein Freund, ist das Beste, was die Rüstungsschmieden Calderas je verlassen hat. Immer Caldera, immer dieser Stadtname aus Morrowind, das verwirrt mich immer total. Bist du der Kanonier? Ist das so offensichtlich? Ja. Ja. Du bist offen heraus, das gefällt mir. Ich weiß, manchmal geht meine Begeisterung mit mir durch. Aber Kanonen sind nun mal mein Leben. Siehst aus wie ein Seemann. Du bist doch kein Pirat, oder? Nein, niemals. Nein, kein Pirat, nur ein einfacher Seemann. Ein Pirat würde hier wahrscheinlich auch nicht rumlaufen. Dabei würde ich mich gerne mal mit einem unterhalten. Ich möchte nämlich mehr über Seeschlachten wissen. Ach Mist, hätte ich das mal gewusst. Egal, habe ich Pech gehabt. Warum sind die Kanonen zur Seeseite ausgerichtet? Die Molukken halten wir mit unseren Musketen in Schach. Aber was, wenn ein Schiff kommt? Crow hat es bereits versucht. Wir haben ihn mit der Black Betty verfolgt und ihn auf den Grund des Meeres geschossen. Ja, bin ich auch beeindruckt, dass ihr das so einfach mal hinbekommen habt. Ihr habt es ganz schön drauf, offenbar. Sind das alle Kanonen? Nein, wir haben noch ein paar Kanonen auf den Türmen. Damit können wir den Feind ins Kreuzfeuer nehmen. Habe ich schon gesehen, aber ich darf die ja leider nicht benutzen. Hast du denn schon mal auf einem Schiff gedient? Natürlich.
Es ist das Größte. Dieser beengte Raum, diese Schräglage und das Schlingern und Stampfen des Schiffes. Nur ein wahrer Meisterkanonier kann in so einer Situation einen sicheren Schuss setzen. Merke ich mir. Sollte ich irgendwann mal einen Kanonier suchen, werde ich bei dir anfangen. Und da komme ich ganz offensichtlich nicht rein. Ha, ein Rotwein. Ich hatte so einen Instinkt, dass da was liegen könnte und ich wurde nicht enttäuscht. Sehr gut. Dann wollen wir aber mal weiter hier gucken, weil bei diesen Handwerkern gibt es bestimmt auch noch irgendwas zu holen. Du bist eine namenlose Wache. Ja, auf dem Dach scheint nichts zu liegen. Ich habe zumindest nichts gesehen. Schauen, ob irgendwo ein Rotwein rumliegt. Nee, leider nicht. Ah, mal ein Schmied. Vielleicht hat der mal eine anständige Waffe oder so. Hallo. Was willst du? Eieiei, der bist ja total freundlich. Hey, ich kann ihn beklauen. Das hat sich gelohnt. Sauber. Das ist super. Du hast wohl viel zu tun. Diese verdammten Protektoren. Keiner von denen respektiert meine Arbeit. Die kümmern sich einen Dreck um den Zustand ihrer Waffen. Ist ja klar, dass die Dinger in kürzester Zeit vor die Hunde gehen. Und wer darf sich jetzt um den Nachschub kümmern? Einmal darfst du raten. Vielleicht kann ich ihm helfen. Kann ich irgendwie helfen? Du? Du siehst nicht gerade wie ein Schmied aus. Aber ich kann es lernen. Du meinst? Aber dann hau rein. Wir haben viel zu tun. Okay. Zeig mir mal etwas von deiner Schmiedekunst. Moment. Zeigen kostet was, Junge. Ich hoffe, du hast Gold. Ich mach das nämlich nicht zu meinem Spaß. Und gefalscht wird bei mir nicht. Ach, schade. Okay, also brauche ich dann Klingen auf 6 und 1000 Gold. Meine Fresse. Aber vielleicht wird es sich lohnen. Ich glaube, da werde ich mich mal drauf hinsparen mit meinen Fähigkeitspunkten. Was hast du denn im Angebot? Willst du kaufen oder nur gucken? Kommt auf deine Ware an. Na ja, schon gut. Zeig mir deine Ware. Der ist ja wirklich ein richtig kuscheliger Bär, der Mann. So, genau den Piratensäbel trage ich ja bereits. Das Schwert. Hat eine ziemlich hohe Spanne, ne, vom Schaden her. Es gibt nicht wenige Kämpfer, die sich lieber auf ihr gutes altes Schwert verlassen, als auf einen biegsamen Degen. Ja, stimmt wohl. Oh, hier ist die Spanne noch größer. Offiziersschwert hatte ich, glaube ich, schon mal. Sturmdorn, dieser komische Dolch oder was das war. Halt auf jeden Fall klein. Wurfwaffen, Bauplan für einen Degen. Was braucht man dafür? Schwertrohling und Goldbrocken. Okay. Gut zu wissen. Werde ich mir mal merken. Wie viel kostet denn so ein Bauplan überhaupt? 1500. Hilfe. Naja, wenn man dort ein bisschen Gold machen kann. Aber ihr seht, ich weiß jetzt schon mal Bescheid. Goldbrocken sind zum Schmieden gedacht. Das ist doch schon mal eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, ich lag damit gar nicht so falsch. Okay. Dann reicht das erstmal. Ich kann ja mal probieren, da reinzuschleichen. Aber ich befürchte, irgendwer wird mich sehen. Weil es noch so hell ist, ne? Nö, hat wohl irgendwie keiner gesehen. Danke für den Rotwein, mein Freund. Ah, da komme ich leider noch nicht ganz ran. Die Karte kann ich auch nicht wegnehmen. Hast du noch so ein Regal hier? Bitte? Gar nichts. Ach, du Langweiler. Immerhin ein Rotwein. Sehen wir es mal. Sehen wir es mal positiv, ne? So, ich schleiche hier überhaupt nicht rum. Nein, nein. Absolut nicht. Würde mir nie im Traum einfallen. Wer bist du denn, alte Frau? Oh, das ist ein alter Mann. Ups. Da habe ich meine Augen aber mal böse getäuscht. Hey, ich bin Tito. Tito der Metzger. Hallo, Tito der Metzger. Du bist ja wirklich... Du siehst doch aus wie ein Metzger. Irgendwie schon. Was macht ein Metzger hier am anderen Ende der Welt? Die besten Steaks im Umkreis von 100 Meilen. Hast du Hunger? Hast du Gold? Wenn ja, bin ich dein Mann. Ah, stimmt. Wenn du Fleisch hast, was will doch dieser Sklave haben? Vielleicht kriege ich das bei ihm hier. Hast du nur Fleisch? Hey, Waffen bekommst du beim Schmied oder bei Webster. Bei mir gibt's saftiges Schweinefleisch. Dann zeig doch mal, was du hast. Ich hab kein großes Angebot. Wegen der Rationierung. Ha! Aber ich sag dir was. Wenn du mal Lust auf Fleisch hast, stell ich dir ein Päckchen zusammen. Steaks, Lendenkoteletts, Bauch, all die guten Sachen. Ah, für 100 Gold. Na, dann gib mir her damit, dann kann ich den Sklaven endlich mal ein bisschen bestechen. Gib mir ein Fleischpaket. Das bleibt aber unter uns. Ja, klar, klar. Bleibt immer unter uns. Dann wollen wir das doch direkt mal an die Tat umsetzen und diesen Rilak, oder wie der hieß, mal eben kurz aufsuchen und ihm das Fleisch geben. Wird er sich doch bestimmt, freuen. Mehr oder weniger. Hauptsache, er wird redselig. Ranak, ups, seht ihr, mein Gedächtnis. Hier, nimm das Fleisch. Kavonga, Gucho. Jetzt reden wir. Na also. Kannst du mir gegen Crow helfen? Du trägst die Kleidung wie Crow und seine Tonkas.
aber du sprichst wie die Blauröcke. Die Kleidung ist nicht wichtig. Ich will gegen Crow kämpfen. Auch ich spüre, dass sein Weg nicht gut für die Shaganumbi ist. Und doch folgen Bakia und die Tonkas der Shaganumbi ihm. Warum folgen eure Leute Crow? Crow ist ein mächtiger Anführer. Er trägt den Speer der Divas. Die Titanenharpune. Weißt du, was er damit vorhat? Er wird die Divas rufen. So wie es vor tausenden Jahren zuletzt geschah. Tivas? Was zum Teufel ist das denn schon wieder? Und anscheinend hat er wirklich die Harpune. Verdammte Scheiße. Was genau sind die Tivas? Die Tivas waren hier, bevor wir hier waren. Sie sind alles. Sie sind Feuer, Erde, Wasser und Himmel. Einst wurden sie bezwungen und versanken in langem Schlaf. Du redest von den Titanen. Sie sind unsere Götter. Wenn die Götter wieder wandeln, wo ist dann der Platz für uns? Ja, das macht wohl Sinn. Also wollen wir das am besten aufhalten, oder? Was wird geschehen, wenn die Tivas kommen? Ich spüre, sie werden Unheil über die Shaganumbi bringen. Sie sind zornig. Zornig darüber, dass man sie vergessen hat. Crow hat den Speer. Er kann ihren Zorn nutzen. Sie werden tun, was er sagt. Ach du Scheiße, das klingt gar nicht gut. Wie kann ich Crow aufhalten? Ich kann dir dabei nicht helfen. Ich bin ein Gefangener der Blauröcke. Mein Platz ist jetzt hier. Gut, dann anders. Was würdest du an meiner Stelle tun? Die Shaganumbi leben im Westen. Geh dorthin. Sprich mit Chani. Sie wird wissen, was zu tun ist. Chani? Wer ist das? Sie ist die Tochter von Bakia. Auch sie spürt die Gefahr. Und ihr Voodoo ist starr. Ah, super. Wir haben eine Ansprechperson in dem Lager der Eingeborenen. Chani, die Tochter des Chefs anscheinend. Na also, wir haben auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Infos gesammelt in dieser Folge. Und ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal natürlich direkt weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 2 Dark Waters. Mein Name ist Alex. Bis dann.